Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung BQ aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2016-2, also dem Herbst 2016, und besprechen wollen wir die Aufgabe 4. Wir machen erstmal die Skizze mit den Dingen, die uns gegeben sind. Diese Holzkiste hat eine Masse von 180 Kilogramm. Der LKW durchfährt eine Kurve mit einem Radius von 140. Naja, dann versuchen wir es mal hier irgendwie jetzt auf den Schwerpunkt unserer Kiste zu beziehen. Und hier stelle ich mir also vor, dass ein Radius von 140 Metern die eigentliche Kurvenfahrt beschreibt. Also Zirkel einstechen. Und dann entsprechend die Kurvenfahrt hier so andeuten, wie wir uns das hier gerade so vorstellen. Denn das ist das, was der LKW dort macht.